Ja, es ist einer der spannendsten Strafprozesse dieses Jahres. Ich melde mich vom Wiener Straflandesgericht vor dem großen Saal 203 und hier ist der Prozessauftakt gegen jenen Iraker, der mutmaßlich 4 Angehörige in Mosul im Irak getötet haben soll. Die Tat, die hat sich schon vor längerer Zeit ereignet, noch vor dem großen Krieg in Syrien und im Irak. Er soll Angehörige, wie gesagt, ermordet haben. Vor laufenden TV-Kameras hat der Mann dann ein Geständnis abgegeben. Dieses soll aber unter Zwang erfolgt sein. Der Mann wurde dann auch im Zuge des Krieges 2015 enthaftet, denn der IS hat alle Gefängnisse geöffnet. Der Mann ist dann nach Europa gekommen, in weiterer Folge auch nach Österreich und im Jahr 2016 hat ihn ein Mitbewohner auch erkannt. Die Wege ist dann eingeschritten. Der Iraker wurde damals in U-Haft genommen, aber später wieder freigelassen, da es keinerlei Beweise gegen ihn gegeben hat. Man hat dann intensiv versucht, auch über einen jordanischen Verbindungsmann an die Dokumente zu kommen, die das Material zeigen sollen. Das ist aber nicht gelungen und der Anwalt des Irakers, Andreas Strobel, konnte seine Mandanten damals, wie gesagt, erfolgreich vor einer Haftstrafe bewahren. Doch jetzt gibt es eine Wende. Im Jahr 2019 wurde ein USB-Stick gefunden, auf dem sich das Material befinden soll. Es soll hier Aufnahmen geben. Dieser USB-Stick ist aber weder notariell beglaubigt, noch ist ganz genau klar, woher er stammt. Das alles wird jetzt in diesem Prozess dann sozusagen aufbereitet werden. Es wird auf jeden Fall spannend und ich gehe davon aus, dass dieser Prozess doch einige Tage in Anspruch nehmen wird.